So Leute, da ist er wieder, euer sprudelnder Quell der sinnlosen Informationen. Alias, ich. Im letzten Part haben wir die Information bekommen, dass wir in die Schneeberge müssen. Dort haben wir Ashley getroffen. Eine der vier Leute bei Thelma und das ist die falsche Seite. Moment, ich kann nicht hier... Soll ich gerade... Nein, mach ich gerade nicht. Mach ich gerade nicht, da kommt nämlich ein Gegner. Da kommt ein Gegner. Na, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Die Raben sehen komisch aus. Und ich habe ihn abgeschlachtet. Wunderbar. Sind jetzt darauf gekommen, dass wir, um diesen roten Fisch zu fangen, der Wilde da dabei hatte, der in den Schneebergen lebt, ich muss gerade ein bisschen leiser machen, müssen wir mit Prinz Rales reden, denn Prinz Rales weiß, wie man an diesen Fisch rankommt. Und ich meine, wir brauchen einen Hinweis und diese Fische sind schon mal ein Hinweis. Also, rede mit mir. Du bist Link, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Link die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass es mich wissen. Jederzeit. Bitte. Ja, dann... Ah ja, stimmt. Ich muss ihm die Zeichnung... Zeichnung geben. Das bringt nichts. Das bringt sehr wohl was. Schau es dir an. Ist das nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Muss höher sprechen. Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Lunzforelle, ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zoras gibt. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es auch uns kaum. So ist richtig. Diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Link. Dieser Ohrring ist aus einer solchen Koralle gefertigt. Ich schenke ihn dir. Du hältst einen Korallenohrring, den kann man sich jetzt ins Ohr stecken. Der sieht auch gar nicht dämlich aus oder so. Nein, ein herrlicher Schmuck aus den kostbaren Korallen der Zoras in Form eines Angelhakens. Oder eines Ohrrings. Verwende ihn zusammen mit der Angel, wenn du eine Dunstforelle fangen willst. Okay. Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte. Und was ich selbst jetzt zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an dem Doppelfels in der Nähe des Basins. Ich hab's echt nicht drauf im Lesen, ey. Unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Mann! Diese Fische sind rot. Du wirst sie leicht erkennen. Ja, schaut sogar da. Geil! Ich hab mich gar nicht verlesen. Hab nur so getan. Das kann nur ich. So, sich verlesen, ohne sich dabei verlesen zu haben. Und so einen Schwachsinn herhin kann auch nur ich. Na, wobei, das können eigentlich alle Let's Player. Ich sag doch, sprudelnder Quell der sinnlosen Informationen, beziehungsweise des sinnlosen Wissens. Ich hab geschwankt, was ich genau sagen soll, deswegen, naja. Wappen, bitte. Ihr sagt nicht, dass der Typ... Danke, ich dachte schon, der Typ sieht mich jetzt. Durch die Wand durch. Sieht er mich ganz genau, gestochen scharf. Auf jeden Fall. Naja, wir machen erstmal einen Abflug. Mehr oder weniger wörtlich. Und begeben uns zurück zur Höhle der Zoras, beziehungsweise Zora-Höhle. Boff, in die Luft. Was glitzert hier so? Ich weiß es immer noch nicht. Naja, egal. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was es genau war. Und ich hoffe, der Postbote kommt nicht. Ich hätte nämlich auch nicht die Stimme des Postboten nachgeguckt. Und ich sollte hin und wieder auch mal Luft holen. Das bringt meist auch irgendwas, ne? Luft holen ist allgemein gut. Das ist nur eine Empfehlung von mir an euch. Holt viel Luft, das bringt viel. Ich bin immer wieder erstaunt. Ah! Was war das denn gerade? Er springt auf einem blauen Rubin. Verletzt sich dabei, dreht sich oben und hält erstmal einen Rubin hoch. Na egal. Ich bin manchmal selber erstaunt, was für sinnloses Wissen ich so von mir geben kann. Dafür bedankt euch bei Domi. Er ist auf jeden Fall ein großer Beiträger meines Verlangens, unnützes Wissen abgeben zu wollen. An Leute, die es, naja, eigentlich nicht so ganz verdient haben, glaube ich. Naja, egal. Angel mit Ohrring, sehr schön. Und wir sehen sie sogar schon, das hier sind zwei Fische. Zwei Felsen, nicht zwei Fische. Das ist ein Unterschied. Felsfisch, das ist ein kleiner, naja, ein großer, aber feiner Unterschied. Ah! Scheiß Fisch, beiß endlich an.
Fische, die blöd sind zu beißen. Das gibt's auch nicht. Komm schon. Knabber. Knabber! Das ist nicht knabbern. Aber da auf einmal geht's runter. Normalerweise immer knabbern, knabbern, knabbern. Dann irgendwann geht's auch mal runter. Jetzt floppen einmal. Das kam irgendwie unerwartet. Eine Dutzforelle, ein sehr seltener Fisch, den du nur in der Höhle, der Zuras findest. Er hat einen sehr intensiven Geruch. Rufe mit Hilfe von Start den Ausrüstungsbildschirm auf, um deine Fische zu betrachten. Wir werden kurz zum Wolf. Ach, und hier können wir uns verwandeln. Hier sieht uns keiner, oder was? Wir schnüffeln mal ganz kurz an den Fisch. Lachs. Geruch der Geister vergessen und neuen Geruch merken. Ja, ich bin ja der Meinung, dass es Lachs. Geruch vom Fisch gewittert. Was du immer für einen Scheiß riechst. Ich kann schon mehr oder weniger sagen, dass es da reinführen wird. In diese Höhle. Beziehungsweise in die Schneeberge. Wer hätte es denn anders erwartet? Boah, das muss eine Säule sein. Krass. Was? Ja, wahrscheinlich willst du jetzt da hochklettern. Nee, danke. Will ich nicht. Ich weigere mich jetzt einfach mal. Ich finde es außerdem interessant, dass nur Menschen Angst vor Wölfen haben. Die Goronen werden höchstens aggro und greifen den Wolf an. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Die Zoras ignorieren den Wolf einfach ganz gekonnt. Und, die Menschen sind die einzigen, die wirklich Schiss davor haben. Und, ihr wollt wissen, was passiert, wenn man hier in das Wasser reinspringt? Soll ich euch mal kurz zeigen? Und zwar in etwa das passiert. Wir erstarren einfach mal zu Blitzeis. Das könnte schmerzhaft sein. Ich glaube, es zieht auch ein Herz ab, genau. Na, hätte ich mit mehr gerechnet. Und vor allem rutschen wir wie blöd auf dem Eis. Wühlen wir mal ganz kurz. Ah, perfekt, Herzen. Könnte ich gebrauchen. Ich finde aber die Atmosphäre in den Schneebergen echt schön gemacht. Hier werde ich auch häufig ohne Gespür rumrennen. Ich mache das jetzt nur, damit ich den Weg hier finde, weil den kann ich zufälligerweise nicht auswendig. Ja, es gibt auch Sachen, die ich nicht auswendig kenne. Von Zelda. Das kommt auch eher selten vor. Wobei, ja, okay. Ah, Vorsicht. Das ist auch eher bei neuen Spielen der Fall. Bei Zelda Twilight Princess ist aber auch so. Ah, guck mal, Wolf gegen Wolf hier. Wer will aufs Maul? Ihr wollt alle aufs Maul, könnt ihr gerne haben. Okay, wer will aufs Maul? Du willst aufs Maul, kriegst aufs Maul. Und die tauchen hier wirklich zu Genüge auf. Da dürft ihr mir glauben. Nur haben die leider keine Chance gegen mich, denn ich hab's einfach drauf und die haben's nicht drauf. Und ich springe daneben. Genau. Oh, jetzt haben sie mich auch einmal getroffen. Sowas passiert. Auch der beste Schütze... Oh. Hey, Geisterseele, sieh mal einer an. Auch der beste Schütze schießt sich hin und wieder mal in den Fuß. Oder auch nicht. Und ich bin gerade... Was, ich bin gefroren? Warum bin ich gefroren? Ach komm, lasst mich doch in Ruhe, ihr scheiß Wölfe. Ich will erst... Ich kann mich in den Schneeberg selber nicht so gut orientieren. Ich bin da selber noch am Arbeiten. Wobei, jetzt will ich mal ganz kurz... Vor allem, weil man andernfalls auch so viel erkennt, wenn man jetzt hier ohne Gespür rumrennt. Ich will erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Noch irgendwas Interessantes. Hier ist doch sicher noch irgendwas. Ah, nochmal eine Geisterseele. Wunderbar. Aber hier sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil hier kann man sehr leicht runterfliegen. Wow, das war knapp. So, habe ich dich und ich sehe nichts. Ah, lecker Geisterseele. Und warum bin ich schon wieder gefroren? Gibt doch gar keinen Sinn. So. Und das sieht mir schwer nach Höhle aus. Nein, nicht nach Gespür aus, sondern nach Höhle. Was könnte sich hier drin befinden? Ich weiß es selber nicht mehr so ganz genau. Da! Weg! Eis! Fledermäuse! Nicht gut! Wir kommen später wieder her. Außerdem können wir gegen diese Eisklötze nichts machen. Zumindest momentan noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, erstmal hier alle Geisterseelen gefunden. Vor allem sollte ich jetzt irgendwie auch wieder das Ding finden. Guck mal, Wolf, der sich totstürzt. Nichts. Dann haben wir hier unseren weiteren Fischgestank, den wir folgen werden. Hopp. Und Schwachsinn. Und hallo? Geht's da drüben noch irgendwo hin? Ich bin ganz froh, wenn wir die Geisterseelen hier schon weitestgehend abgehakt haben. Die nerven im Nachhinein nur. Hier kommen wir nicht hoch, wie man vielleicht sieht. Aber hier kann man wühlen. Das ist der falsche Knopf gewesen. Ich meine, wir haben das Let's Play mehr oder weniger halb durch, zumindest von der Hauptstory her. Und ich drücke immer noch den falschen Knopf. Das kann auch nur ich. Seht ihr? Das macht mich einzigartig. Ich kann einfach Knöpfe nicht finden. Das
Ist auch eine Kunst für sich. Also ich dachte, das wäre nur eine Geisterseele. Das ist aber nur eine Fledermaus. Aber hier ist doch sicher auch noch was. Spiel, ich kenne dich doch. Wobei, ich glaube, ich mache das alles später, weil ich glaube, momentan komme ich hier noch nicht so weit. Okay, machen wir das Spiel. Hallo, Wolf. Hey, Wolf, bleib hier. Tschüss. Und noch einer, der aufs Maul will. Oh Gott. Die sollte man besser nicht in sich heranlassen. Jetzt habe ich aus den Wolf getroffen. Das war gar nicht meine Absicht. Zumindest nicht dieser Wolf. Wer will das Maul? Wer will das Maul? Du willst aufs Maul. Kannst du haben. Hier. Bam. Geh er nicht krepieren. Die anderen sind immer viel schneller draufgegangen. Warum du nicht? Ah, komm, lass mich doch alle in Ruhe. Schneid dir doch mal eine Scheibe von den anderen Wölfen ab. Die gehen viel schneller drauf. Das ist für mich viel angenehmer. Und hier sind auf einmal wieder gar keine Wölfe. Typisch. Typisch billige Imitate meiner selbst. Nein, nicht Ben. Also, nicht Ben im Sinne von Ben, der Creepypasta, sondern... Also, im Sinne von Ben, der Creepypasta, nicht Ben, unser Ben, im Sinne von Ben, der da mitkommentiert hat. Ich sehe nichts. Da geht's lang. Ich renne erstmal ganz gekonnt in die falsche Richtung. Super. Sowas hat echt Ziel. Fairen like a boss. So könnte man sich... Zu tief eingeatmet. Statue. Einzelne Noten sagen mir gerade recht wenig. Frage ist, ob ich das überhaupt hinbekomme. Das war Fail, man darf nicht loslassen. Irgendwie so. Okay, nah dran. Falsche Richtung. Okay, ich muss auf jeden Fall länger halten. Ich sehe es schon. Na, ganz hoch muss ich. Okay, ich arbeite dran. Ich habe bei den längeren Melodien dann immer Probleme. Oh, und wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, da habe ich bisher noch keine Ahnung, was das für eine Melodie sein soll. Mal sehen, ob ich es noch errate. Hoffentlich. Irgendwie. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich bin ruhig. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay, das kann ich. Ah, das ist nicht so einfach. Problem, ich habe ja nicht alle Zelda-Teile gespielt, wie ihr sicher wisst. Irgendwie mitbekommen haben solltet. Kontext von vielen, vielen Nachrichten, die ich schon mal übergebracht habe. Das ist Kriko Friedhof. Ah, ist das schon... Moment, ist das schon der? Okay, von mir aus. Na, guck mal, wer da ist. Das sind ja Wölfe! Die einen aufs Maul wollen. Ich persönlich, ich habe das Spiel... Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Liegt... Da hinten ist doch sicher irgendwas. Ich meine, das sieht so verdächtig aus hier. Oder ist auch nichts da. Weil es irgendwie doch nicht verdächtig aussieht oder so. Ich habe ja die... Na, buddeln wir uns hier rein. Habe ja nicht alle Zelda-Teile gespielt. Und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher bei dem Stück... Ich würde persönlich auf Wind Waker tippen, von der Melodieart her, würde es eher zu Wind Waker passen. Wie gesagt, bin mir aber nicht sicher. Könnte auch ein anderes Spiel sein. Ein 2D-Zelda dann überhaupt, aber es würde vom Stil der Melodie her zu Wind Waker passen. Ich habe ja, wie vielleicht manche Leute wissen,
die ersten zwei Dungeons bisher so privat gespielt, bevor ich mit Let's Play im Allgemeinen angefangen habe. Warum das so ist, ganz einfach. Ich könnte es euch jetzt auch einfach andermal erklären, aber ich erkläre es euch jetzt gerade, wenn ich gerade dabei bin. Und zwar habe ich damals Zelda Wind Waker zum ersten Mal gespielt. Ich habe halt kein Gamecube, wie ihr vielleicht wisst. Das war so eine Zeit, wo ich halt keine Konsolen haben durfte, konnte, wie auch immer. Und ja, habe mir dann halt die ganzen Gamecube-Spiele erst mit der Wii nachgeholt. Und dann habe ich halt das Spiel gespielt und dann kam halt gerade Skyward Sword raus. Und da habe ich dann doch eher Skyward Sword bevorzugt als Wind Waker. Ich fand Wind Waker auch von dem Grafikstil her nicht so toll. Ah! Ha! Voll verarscht! Hab ich voll angetäuscht und so. Ah, wir sterben. Und deswegen habe ich das nie ganz durchgespielt. Deswegen bin ich nur bis zum zweiten Dungeon gekommen und kann deswegen nicht genau sagen, ob es eins der Titel war. Aber ich. War das vielleicht Dragon Roost Island? Weil das ist ja relativ bekannt, das Stück. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so heißt, aber ich glaube, so hieß es. Und das ist relativ bekannt, das kenne ich persönlich auch. Eis. Habe ich zumindest schon mal gehört, den Namen. Und ich habe es auch irgendwie mal reingehört. Ich finde es jetzt nicht so der Hammer. Ich mag Wind Waker persönlich nicht so sehr. Muss ich mir eingestehen, aber es ist halt... Ich mag... ihr wisst ja, Majora's Mask ist mein absoluter Favorit in Sachen Zelda-Games. Deswegen... da sind ja schon die Gegner. Wie viele sind das? Drei. Geh sterben, du Mistding. Zap. Und ich glaube, hier mache ich das mal lieber als Wolf weiter. Deswegen habe ich da... Nur einer, bitte. Deswegen habe ich es nie ganz gespielt. Auf jeden Fall wird dazu... Es ist dann sozusagen ein mehr oder weniger Blind-Projekt von Wind Waker, weil ich halt auch Wind Waker seit gut einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Über einem Jahr. Also kann ich mich auch nicht an die ersten beiden dann so wirklich mehr erinnern. Seht also positiv, das wird mehr oder weniger... Ich bezeichne es dann, wenn es dann kommt, als Blind-Projekt. Das wird wahrscheinlich auch die HD-Variante sein von Zelda Wind Waker. Also da gibt es ja für die Wii U, kommt da dann die HD-Version raus. Und ja, die würde ich dann persönlich gerade bevorzugen. Ich meine, warum nicht? Ihr könnt... Natürlich kann ich auch die anderen machen. Dürft euch gerne wünschen, wenn ihr wollt. Ist hier irgendwas? Warum ist hier Eis? Na egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch eher wünschen würdet, Wind Waker normal oder das HD? Ich persönlich würde das HD bevorzugen. Könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben und ihr könnt mir auch schreiben, was ihr überhaupt von dem Remake haltet. Ne? Oh! Dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Passiert ja selten, dass sich einer in diese Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Na, nicht wirklich. Was? Du bist extra hierher gekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Auf jeden Fall gut geklettert. Und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Na, vielleicht war das ja das, was du suchst. Also dann, du kannst ja mit zu mir kommen und dir diese Scherbe anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Boff. Baum K.O. gehauen. Und da fällt ein gefrorenes Blatt runter. Und jetzt macht er hier einen Balanceakt und fährt einfach da runter. Snowboarden like a boss. Und Snowboarden wirklich cool. Naja. Genau. Also Leute, ich würde sagen, das war's wieder für diesen Part von Zelda Twilight Princess. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ist auch nicht so tragisch. Kann ich ja irgendwie mal vorkommen. Ich schaffe mal für meistens auch ihn viel länger zu machen, als ich eigentlich will. Ich werde jetzt wahrscheinlich warten, bis es wieder Tag wird. Wobei nachts ist die Atmosphäre geiler. Wobei tags eine geilere Melodie ist. Ich werde wahrscheinlich warten, bis Tag ist, weil dann kommt die geilere Mucke und so. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Zelda Twilight Princess. Dann fahren wir dem Schneemensch hinterher. bis dann. Ciao.